Hallöchen, liebe Leute, willkommen zum nächsten Total Warhammer 2 Online Battle. Und heute geht's mal wieder mit dem Imperium gegen die Waldelfen in die Schlacht. Ich habe ein bisschen Angst vor Walddrachen. Gegen Walddrachen habe ich jetzt mit der Armee hier nicht so viel dabei. Wir haben auf jeden Fall die Flagellanten hier an den Flanken hier und in der Front. Dann haben wir noch einen Kern aus Schwertkämpfern. Maximal Level. Da bin ich momentan dabei, die so ein bisschen auszuprobieren. Dann haben wir noch drei Mörser. Einfach deswegen, weil die eine höhere Reichweite haben als die Bogenschützen der Waldelfen. Dann haben wir noch Kavallerie. Zum Verteidigen. Reichsgarde. Können wir hier mal ein bisschen verstecken. Macht das immer viel zu selten, so fancy Manöver, dass ich meine Einheiten mal verstecke oder so. Geht hier auch irgendwie auch nicht in den Wald? Warum? Ah, jetzt waren sie gerade versteckt. Jetzt sind sie wieder versteckt, sehr schön. Und, kriegen wir es noch hin oder? Ja. Sehr schön, okay. Dann haben wir noch Musketen. Musketen gegen Drachen, das ist die einzige Option, die wir gegen Drachen haben. Die können wir eigentlich auch mal verstecken. Und unser General kommt mal hier hin. Und unsere Infanterie. Hier kommt mal in Gruppe 4. Da wir landen, sage ich so. Und dann kann es losgehen. Und unsere Infanterie rückt dann immer schon gleich mal ein bisschen vor. Die Jungs hier kommen mal auf Wächtermodus und auf ihr auch. So, die Jungs rücken schon mal ein bisschen vor. Und ihr öffnet das Feuer. Er hat einen Drachen. Bisschen schade. Ich schieße natürlich nicht auf den Drachen mit den Mörsern, sondern ich feuere auf die Bögen. Die scheinen... Ah ne, wir feuern mal hier nicht auf... Wir feuern lieber auf die da drüben. Ziehen uns mal mit den Flagellanten hier ein Stückchen zurück. Dann netzen wir mal den Drachen. Er feuert hier. Ah ja, er will gleich mit seinem Drachenatem wahrscheinlich kommen. Hier sind noch mehr von den Typen, die ich nicht so gerne mag. Und ich will aber meine Reiter noch nicht offenbaren. Das will ich noch nicht. Er vernichtet uns hier ganz gut, aber wir schicken mal unsere Flagellanten rein. Hier sind noch mehr Wild Riders. Klar. Dann können wir mal ihn jetzt hier bald netzen, und zwar jetzt. So. Jetzt kommt die Kavallerie zum Einsatz. Wir gehen mal hier rüber. Ansonsten, die Mörser schießen hier weiter auf die Jungs, weil die sind teuer und der Mörser hier schießt auf die Jungs. Ihr greift jetzt hier mal an. Wir greifen unsere Kavallerie auch an und mit dem anderen Dude hier. Und er macht jetzt hier einen Zauber, ein Pendel, aber er hat es ein bisschen verhunzt, das Pendel. Und er kann jetzt hier allerdings mit seinen... Bogenschützen hier ein bisschen entkommen, das ist ein bisschen schade. Also Magier, den brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und er kann jetzt hier allerdings mit seinen Bogenschützen entkommen, das ist ein bisschen schade. Aber wir schießen natürlich weiterhin auf ihn, kommen hier mit den Flagellanten noch in den Nahkampf rein. Unser General auch. Mit denen schießen wir hier weiter auf den verdammten Typ hier drüben. Und wir müssen jetzt eigentlich aufpassen, dass er uns hier nicht mit seinen Dingern hier platt macht. Mit seinen Bogenschützen hier. Unsere Schwerter stellen sich ganz gut an. Können wir mal ein bisschen vorgehen. Die beiden Mörser will ich jetzt mal, dass sie auf die Bogenschützen hier drüben feuern. Oder sollen sie weiter auf die feuern? Ich weiß gar nicht genau. Hier haben wir auf jeden Fall ganz gut aufgeräumt. Das ist ganz gut. Musketen hier, bleiben mal hier und schießen auf den Drachen. Weiß nicht, was die gerade irgendwie haben mit ihrem komischen... So, unser General geht jetzt mal hier rein.
Die Flagellanten kommen auch hier rüber. Hier wird jetzt gleich unsere Mercer wahrscheinlich vernichten. Da brauchen wir unseren Magier. Und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da langsam mal aufräumen. Den ganzen Assis. Oh, da hat er ganz schön unsere Kavallerie jetzt zerbombt mit seinem Atemangriff. Das ist ein bisschen schade. Und die Mercer schießen jetzt weiter hier auf die Bogenschützen. Genau. Das ist eigentlich recht gut. Wir gehen hier weiter auf die Jungs hier rüber. Die Flagellanten kommen hier rein. Und er rennt hier einfach vor unseren Musketen weg. Finde ich ganz lustig. Ich weiß, dass hier noch irgendwo ein paar Truppen der Waldgarde, oder wie heißen sie, diese super guten Bogenschützen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber wir haben hier den Nahkampf gewonnen, das ist sehr schön. Und irgendwie hätte ich jetzt mal langsam Lust, den da zu netzen, seinen Drachen. Das werde ich jetzt auch mal tun. Hier können wir mit unseren Reitern zurückgehen, dass wir uns nicht zu weit auseinanderziehen lassen. Die hier will ich auch tot sehen, diese Hexe. Hier verfolgt die weiter. So, und jetzt sind unsere Musketen nämlich in Reichweite und das Netz auch. Jetzt wird er mal hier genetzt, weil er hier schon wieder am Rückzug ist und diese lustige Waldelfen-Action macht. Also einfach immer vor uns wegrennt. Das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Kann ich ihn jetzt mal ein bisschen netzen. Hier gehe ich mal mit den beiden Truppen Schwertkämpfe hier noch rüber. Ich würde ihn jetzt wirklich gerne beschießen, aber meine Dinger sind leider außer Reichweite. Das ist ein bisschen schade. Hier können wir mit den Reitern jetzt mal auf die da drüben gehen. Und da die gefangenen Truppen noch endgültig fertig machen. Da hat er seine Reiter, nämlich seine Bogenschützen, die wir vorhin noch gesucht hatten. Jetzt sitzen wir wieder außer Reichweite und werden jetzt hier zerschossen. Das heißt, wir ziehen uns hier mal zurück. Können allerdings hier jetzt endlich auch mit unseren Schwertkämpfern noch was machen. Und die Mercer können mal auf die hier feuern. Und ihr zwei Mercer feuert mal. Wo haben wir denn noch relevante Bogenschützen hier? So. Sieht ganz gut aus eigentlich. Gehen wir mit dem hier weiter rüber. Die haben sich anscheinend schon effektiv um die beiden Bogenschützen hier gekümmert. Hier ziehen wir mal den Kreis enger. Nee, ich will eigentlich gar nicht die so großartig verfolgen. Zumindest nicht ohne Kavallerie. Und wenn er jetzt hier mit seinem Drachen zurückkehrt, das wäre sehr schön für uns. Weil dann könnten wir ihn nehmen. Oh. Und das ist jetzt wieder diese Waldelfen-Action. Einfach immer abhauen vom Gegner. Und möglichst jeden Kampf vermeiden. Ist immer ein bisschen ätzend irgendwie. Nervt manchmal ein bisschen, aber zum Glück hatten wir so viele Flagellanten. Und wo sind eigentlich unsere ganzen Truppen hin? Das ist dann immer das, was man bei den Waldelfen immer noch für ein Problem hat. Dass so nach und nach alle Truppen irgendwann mal einmal weg sind. Zum Glück habe ich noch die Mercer dabei. Die helfen mir gerade ganz gut, weil wir halt kontinuierlich Schaden machen können. Und hier hat das geschafft, unsere Musketen zu vernichten. Das ist ja blöd. Gehen wir mal unseren General hin mit den kleinen verbleibenden Truppen hier. Hat er das tatsächlich noch geschafft? So, wir ziehen uns jetzt mal zurück. Das wird mir alles gerade irgendwie zu bunt. Das ganze Rumgerenne hier. Wir lassen uns hier einfach zerschießen. Das ist irgendwie nicht so toll. Wo ist mein General jetzt? Ja genau, ist schon da, wo er sein soll. Geht er auf die Musketen? Ja, nee, nicht. Macht er nicht. Alles klar. Sehr schön. Hier vertreiben wir noch die restlichen Waldelfentruppen. Jetzt müssen wir uns allerdings trotzdem zurückziehen, weil er mit seinem General jetzt hier reinkommt. Die Waldelfen immer. Sind schon manchmal echt ein bisschen nervig, gegen die zu spielen. Aber gut. Zum Glück haben wir noch unsere beiden Mercer hier hinten. So, ihr habt sich auch wieder gesammelt. Sehr schön. General kann sich mal um die Speere hier drüben noch kümmern. Die hier kämpfen gegen die Bogenschützen da hinten, das ist auch schön. Die werden wir aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange sehen. Hier kommt er jetzt tatsächlich mit seinem General rein. Das ist echt blöd jetzt gerade, dass er das hier geschafft hat. Aber vielleicht können die Flagellanten ja wirklich was gegen ihn reißen. Nee, leider nicht. Das ist echt ein bisschen blöd. Aber hier können wir nochmal die Kriegsmaschine besetzen.
Wir haben jetzt natürlich den absoluten Vorteil, was die Reichweite angeht. Deswegen ziehen wir uns jetzt hier auch wieder zurück zu unseren Kriegsmaschinen, zu unseren Mörsern. Wir schießen hier einfach weiterhin deine Bögen. Hier gehen wir zurück. Wunderbar, sehr schön. Hier können wir nochmal einen kleinen Charge auf die... Nee, machen wir nicht. Wir ziehen uns hier zurück. Der General greift hier nochmal die Triaden an und vertreibt die hoffentlich jetzt endgültig. So. Und dann heißt jetzt eigentlich warten. Wir haben noch schön Munition auch. Das passt auch. Fällt mir sehr gut. Wir haben noch unseren Lichtmagier, der jetzt gleich den Drachen hier netzen wird. Bringen wir schon mal unsere Musketen in Position. Um diesen Zweck zu erfüllen. Und das ist immer eigentlich das, was man gegen die Waldelfen nicht machen sollte, sich so auseinanderziehen lassen. Das ist immer sehr verlockend. Aber das ist irgendwie dann immer so der Punkt im Waldelfen-Game, wo man dann irgendwie ein Problem hat. Oftmals. Und das ist immer das nervige bisschen. So, du versteckst dich mal hier im Wald. Wir haben natürlich jetzt unsere Musketen und Mörser und das ist der Tod für jeden Elfen. Bam! Ja, die müssen wir jetzt vernichten, das ist noch seine stärkste Truppe. Hier müssen wir uns jetzt schützen. Er kann hier auf unsere Musketen feuern, das ist ein bisschen blöd. Das sind noch die Wald... Ne, das ist eine normale Waldgarde eigentlich, komisch. Naja. Okay. Ich bin hier ein bisschen ärgern mit unserem Helden. Aber da kann er uns jetzt vielleicht auch noch netzen. Muss man aufpassen, dass er uns hier nicht netzt, weil sonst hätten wir ein Problemchen und das war's für unseren Gegner. Jo, wir gucken uns mal die Kills an. Schöne Schlacht, danke an meinen Gegner. Bia Legend. Legend. ja. Die Schwerter waren ziemlich geil, haben sich voll gelohnt, auf jeden Fall. Richtig gerockt gegen die Waldelfen. Die Flagellanten auch ganz okay. Die Kavallerie war nicht schlecht und die Mörser haben uns natürlich jetzt den Arsch gerettet am Ende noch. Ja, und bei ihm auf der Seite, ja, waren die normalen Bogenschützen eigentlich ziemlich effektiv. Seine Kavallerie wurde ein bisschen vernichtet, außer die hier, die hat ganz gut gerockt noch. Ja. Alles klar, danke an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.